Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von von Hexseed auf dem Mega Drake Server. Sehr gut. Ich will nicht schon wieder Regnum ansagen. Ich bin so gewöhnt an Regnum. Tut mir leid. Ich wollte es nicht sagen. Und hier regnet es auch wie blöd. Darum ist es jetzt auch ein bisschen leiser. Ja, daraus bekommt man Stöcke aus diesen Wurzeln. Hier hat es sehr starke Gegner. Wir müssen hier raus. Ja, zum Beispiel hier. Zum Beispiel diese Wölfe dort. Die sind richtig stark. Aber wir haben es geschafft. So. Wir gehen jetzt in eine Richtung. Und ja, markieren einfach hier mal kurz. Bauen Westen. Dann weiß ich, im Westen ist das Spawn. Und hier ist ein Dungeon. Cool. Aber der ist so schwer, den können wir jetzt noch nicht machen. Das geht nicht. Boah, diese Bäume, die könnten mir eigentlich abfällen. Schweine hat's hier. Also Wildschweine. Und Wetter. Nicht schlecht. Ja, die One-Hit. Die sind gleich mal One-Hit. Der hat aber überlebt. Hallo. Ja, die Ding ist gut. Die Haltbarkeit. Das ist prima. Aber wir müssen eigentlich in den Untergrund. Aber in, ja, wir töten noch ein paar Wetter. Wir brauchen auch Wolle. Genau. Und so, man kann den Regen nicht leiser machen, der ist einfach so in den frühen Versionen. Seit der 1.8 war, ist es ja möglich, aber das ist ja 1.5.3, also eine sehr alte Version und deshalb geht es nicht. Ich glaube, von 1.7 geht es auch schon. Wie süß, so ein kleines Vögelchen. Und die Pilze sind so geil, die großen. Ah. Haben die schon hier gekämpft? Ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe nicht zu nah ran. Das ist auch cool, dass es diese Pflanzen hier auch gibt. Ein Wolf, aha. So, wo ist der Eingang? Auf der anderen Seite. Ja, solche Dungeons rentieren auch viel. Okay, dann gibt es keinen Eingang. Kann man aber wenigstens die Blöcke zerstören. Ja, danke, aber ich möchte raus. Nein, helft mir, helft mir. Abonnenten, nicht einfach zuschauen. Helft mir doch. Ganz kurzfristig. Komm gleich auf den Server kommen und dann merken, dass das Video schon länger vorbei ist. Tja. Tja, tja, tja. Hört jetzt auf zu reden. Ich sag's nur einmal. So, bei mir wird gehandelt. Ha! Bei mir wird gehandelt. In einer Aufnahme, da darf's nicht regnen. Es muss immer dann regnen, wenn ich nicht aufnehme. So, wir müssen wieder zurück. Boah, der Enderman. Der schaut mich so böse an, aber wieso? Oh, ein Goblin. Die sind zwar leicht, aber die nerven. Also, wir müssen mehr in den Süden. Ich hab Angst. Oh. So.
Können wir hier irgendwo hoch? Ja, da. Sehr gut. Jetzt muss ich aber mal kurz essen. Bären, die machen zu satt. Gelbe Blume, aha. Aber Spinne ist irgendwo. Eine Spinne, Spinne. Itzi bitzi Spider. Krabbelt durch die Beine. Was? Oh. Wenn sie nett waren, ich hab sie getötet. Aber die sind so blöd. Puh. Ich hau ab. Hab keinen Bock. Hab keinen Bock. So, ich glaube es war hier. Irgendwo hier. Da drüben. Oh, ich höre saufen. Irgendwo hier war es doch. Da ist der Ding. Dann ist es da oben. Genau, da war es da oben. Wir waren ja hier runtergegangen. Geflüchtet. So. Irgendwo hier. Hallo? Wo ist das Portal? Was? Gibt's kein Portal mehr? Hä? Wo ist das Portal hin? Da ganz oben. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Und wer hat das überhaupt gepflanzt hier? Habe ich irgendwas? Ja. So, dann machen wir das mal weg. Jemand hat hier irgendwie ein bisschen Probleme gemacht. Oder der Mod hat Probleme gemacht. Das will ich fixen. So. Ja, die Wolle will ich nicht verbrannt. Dann lieber die Holzbretter. Oh Mann, diese blöde Steuerung nervt. Was ist das? Ah, das ist das, was ich in der Schlucht da unten eingesammelt habe. Von einem anderen Spieler wahrscheinlich gedroppt. Ich gebe das Holz Cupanella zurück. Ja, das bringt's eigentlich gar nichts. Wie kommt man jetzt zurück? Muss ich da nochmal sein Portal machen, oder wie? Ach Mist. Was ist eigentlich das? Das ist auch von Stick. Eine Wurzel. Ja, und jetzt? Ich komme nicht mehr zurück. Wir kommen niemals wieder nach Hause. Wir müssen jetzt in den Twilight Forest. Wenn jemand drin steckt, sagt es bitte sofort Bescheid, wenn ein OP da ist, oder im Forum kurz schreiben. Aber ich gehe jetzt schnell. Muss teletpen. Safe. Geht nicht. Bin in the forest. Wie kommt man jetzt wieder zurück? Wisst ihr das? Haben wir einen Diamanten? Nein. Müssen wir einen Diamanten suchen gehen, oder was? Wer hat dieses Portal überhaupt hier unten gemacht?
Ach, Menno. Ja, da muss ich kurz cheaten. Tut mir leid, also ich cheate überhaupt nicht gerne, aber das ist einfach notwendig, dass die anderen... Nein, das ist nicht die Plattform mit dem Portal. Das ist einfach kurz notwendig, damit die anderen Spieler auch wieder rauskommen. Eigentlich müsste das Portal ja eigentlich hier oben sein, weil der Mega Coolman hat das Portal ja auf seine Insel gebaut. Aber da oben ist nichts. Ja, dann werde ich es hier machen. Dann werde ich das Portal jetzt hier machen. Ich werde kurz mal 64 Erde hier hin tun. So. Und dann ringsum. Ich hoffe, es geht so in dieser Dimension. Gut, dann das weg. Dann das Wasser hier hin. Dann Pflanzen, irgendwas. Rote Rosen. So. Rote Rose auch wegwerfen. Was haben wir noch? Ja, den Diamanten haben wir noch zu machen. So, in im Twilight Forest gibt's wieder ein Portal. So, ich habe nichts mehr gecheatet drin. Nein. Okay, dann gehen wir nach oben. So, dann wissen wir das auch. Sehr gut. Das Abenteuer ist vollendet. Wir sind zurückgekommen. Schön, schön. Ja, das ist leider manchmal nötig. Tut mir leid, aber ja, der Mod ist extrem verbuggt. Also es gibt manchmal auch zum Beispiel bei den Bossen Problemen und so weiter. Das ist leider so. Kann man leider nichts machen. Aber es ist ja eigentlich nur ein Mod. Und Mods dürften fertig sein, müssen aber nicht. So, also. Der geht raus, der Darkwood. Da sowieso ein bisschen grüne Sachen reintun. Dann haben wir ein bisschen mehr Ding. Und hier kann man mal die Wolle reintun und so. Genau. Die Erze kommen hier rein. Ja, die Leiter können wir gleich verwenden. Das noch reintun. Und ich schenke jetzt Kubanelle sein Holz wieder. Der wohnt nämlich hier oben. Ah, der hat die Bäume angepflanzt. Cool. Das ist mal cool. Schön, schön, schön. Oh. Darf ich hier kurz kaputt machen? Das geht so lange. Ja, das geht da auch so lange. So. Ja, ja, ich mache nur eine Kiste hier hin. Aber noch ein Schild möchte ich machen. So. Ja, jetzt habe ich 6 Schilde hergestellt. Von Drago, von Leiche im Twilight Forest. So. Ja, leider habe ich ihn nicht mehr gefunden. Tut mir leid, Kubanella, aber ich habe deinen Grabstein zerstört. Also wieder gut machen, 64 von diesem Darkwood Holz. So. Da könnten wir auch mal kaputt machen. Vielleicht gibt es ja einen Sapling. Ja. Aber immer noch eins. Ich brauche 4 Saplings. Dann haben wir einen großen Baum. Ich mache einen kleinen kaputt und bekomme einen großen. Stellt euch das mal vor. So, das sehe ich dann außerhalb der Aufnahme. Wir könnten jetzt mal so langsam eine Ritterrüstung bauen. So eine richtig fette Rüstung. So.
Und Schuhe. Schuhen. Ich habe Schuhen. Ah, das war noch ein Gag früher. So, jetzt habe ich nämlich hier noch die Chest für hier. Aber mit Shift. Jetzt komme ich in die untere Truhe nicht hin. Ach, diese erste Weltprobleme. Schlimm. Gut, das rein. Gut, also jetzt. Aber jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Die Pfeile sind sicher hier unten irgendwo. Die habe ich hier reingetan. So. Also, ich möchte noch kurz die anderen Sachen zeigen. Da drüben, da wohnt der, jetzt weiß ich den Namen nicht gerade. Da können wir mal schauen, wer da drüben wohnt. Aber da muss ich nämlich wieder nach oben. Aber wir haben ja noch Zeit, der Part sollte, also diese Part sollte wieder ein bisschen länger sein. Können wir gleich mal schauen, er hat sicher geschrieben, wer da wohnt. Ja, mega cool. Mega cool, Mans Haus ist dort oben eigentlich. Aber er hat... er baut wahrscheinlich im Twilight Forest dann das Haus. Er spielt halt nicht so viel, also... Er ist nicht so bisschen... Er ist nicht so motiviert, aber er hilft mir halt gerne. Und deshalb ist er trotzdem hier auf dem Server. Und er setzt manchmal, wenn ich gerade keine Zeit habe, einfach die OP-Sachen. Ja, jetzt sag nochmals deinen Namen. Wo hast du dein Schild? Pauli Witz, ja. Hätte ich denken müssen. Da drüben ist auch einer, aber das ist wahrscheinlich auch Pauli Witz sein. Lager. Oder jemand anders wohnt hier. So, ich habe gedacht, wir machen die Chocobo-Form. Ja. Wir machen die Chocobo-Farm hier drüben im Sumpf. Hatten so ein gutes Ambiente. Extra ein bisschen sumpftechnisch bauen. Und dann pflanzen wir dort oben einfach Sachen an. Dann haben wir auch Ding, oder? Haben wir auch Platz dort oben für ein großes Haus und so weiter. Und den Stil, den dürft ihr gerne aussuchen. Also was ihr wollt. Wenn ihr es wollt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben, was ihr so für einen Stil wollt. Ich will einfach etwas, was gut zum OP-Clan, zum Operator-Clan passt. Der Operator-Clan ist der Clan der Operator. Das ist einfach ein Clan, dass der nicht ausstirbt oder so, haben wir einfach OP. Und so, also ein, als, ja, eigentlich muss kein einziger Clan aussterben. Ihr dürft immer wieder woanders anfangen, wenn ihr gerusht werdet. Also dürft es vor allem. Und ja, mal schauen, ob es andere Clans gibt. Momentan ist halt eben alle OP. Denken, ja, jo, der OP-Clan wird der beste sein. Aber wahrscheinlich ist es auch der Clan, der am wenigsten Zeit hat für alles. Weil halt die Leute auch andere Dinge machen müssen, wie ich zum Beispiel Let's Playen und so weiter. So, und hier ist Races und mit B irgendwas. Steht das? Steht es bei euch nicht. Wie heißt dein Kumpel nochmals? Irgendwie Box oder so etwas. Steht auch nichts. Ah, die machen auch hier ein bisschen. Aha. Ja, jetzt sehe ich es gerade nicht, was es heißt. Mit M, dummer Name. An der Haustür. Ah, da. Ah, mutig. Gut. So, wir haben hier Gelatinous Slime gefunden. Da können wir Schleimschwerter machen. Ja, jetzt, ich habe es auch schon gesagt. Ah. So, ein Schluck genehmigt.
Jetzt haben wir eigentlich schon das meiste gesehen. Die anderen waren ja letztes Mal schon gesehen. Hier hinten haben wir Alpine, das und das andere ist Tundra. Hier drüben haben wir nochmals einen sonnigen Swampland. Hier ist ja dieses Wasteland. Hier haben wir wieder einen schönen Dschungel. Hier ist ein Tempel. Cool. Wahrscheinlich schon geplündert. Savanne. Oder nein, das ist irgendwas anderes. Das ist die Savanne. Dann haben wir hier unten einen Marsch. Und ja, im Twilight Forest noch ein paar. Oh, das sieht so cool aus. Da sieht man jetzt, dass die Spiele da hausen. Ich habe halt noch nichts gebaut. Das mache ich auch nur im Let's Play. Und da unten hat jemand noch gebaut. Ja, was die anderen machen, die leveln wahrscheinlich nur, also leveln, erkunden wahrscheinlich nur. Außer einer ist hier, aber das ist wahrscheinlich nur ein Bug vom Twilight Forest. So, hier ist ein Komet, also ein Meteorit runtergekommen. Da ist eine Burg, cool. Da könnten wir hin dann mal. Aber wahrscheinlich ist es dann schon geplündert. Da ist doch einer. So. Der hat schon fast alles. Der hat schon ein gutes Schwert, Diamantenrüstung. Und ich habe eine Eisenrüstung. Toll. Also ihr macht recht viel. Dankeschön dafür. Ja. Eben wenn ihr mal zusammen aufnehmen wollt mit mir, also ihr dürft einfach dabei sein, Konferenz, müsst es nicht dabei sein, einfach mitlaufen oder so. Da können wir mal erkunden und so weiter. Und oh, Race by Spider geslimed. Ja. Was könnte ich noch sagen? Eben Clan darf ihr immer gründen, ihr dürft es sogar am Spawn hinschreiben, also ich müsste es hinschreiben wegen dem Spawnschutz oder ein anderer OP. Und im Forum könnt ihr auch Werbung machen, da könnt ihr Sachen fragen, auch wenn ihr nicht auf dem Server seid. Machen die nicht Schaden? Das sind dann andere. Ja, könnt ihr vieles diskutieren und ja, eine Bewerbung, eine Clan-Bewerbung hinschreiben oder sonst irgendwas. Also es gibt viele Sachen, die in meinem Forum gemacht werden könnten. Ist leider nicht so ein gutes Forum, aber es ist momentan kostenlos. Das ist vor allem das Wichtigste für mich, dass ich einfach das Forum halten kann. Weil die brauchen Kreditkarte und so weiter. Und das habe ich nicht. Deshalb, ja. Ist es schlecht für mich, oder? Aber sobald ich die Kreditkarte habe, mache ich natürlich ein besseres Forum. Das geht nicht mehr lange. Und also Mitte August sicher. Aber es geht auch vorzeitig schon. Weil meine Forum-Mündin, also es ist so eine, die einfach auf mein Geld schaut. Nicht offiziell, aber unteroffiziell. Und die hat jetzt einfach keine Zeit dafür. Sie ist halt eine, die sehr auf Vorsicht genießt und sagt, ja, Kreditkarte, das dürfte ich niemals haben und so. Aber ich sage, na, das geht mal gar nicht. Ich will eine Kreditkarte, ich passe ja auch auf. Ich muss ja auch nur online kurz etwas zahlen und fertig. Dann hat sie mir das erlaubt, aber ist dann in den Urlaub gefahren und hat mich einfach im Stich gelassen. Voll die Frechheit. Und deshalb, ja, bin ich momentan hier auf Glatteis. Da bekomme ich auch besseres Internet über, besseres Headset, alles Mögliche. Aber leider eben kurz warten, bitte. Es ist wirklich momentan halt nicht so viel möglich. Und ihr dürft immer mich mit mir auch auf dem Server treffen und so weiter, aber Videos kommen halt nicht so viele, dass es lohnt. Also ja, das ist einfach die Fans be
Ja, die Fans wollen natürlich viel mehr Videos sehen, das ist klar, aber von mir aus, also von, ja, es geht mir nicht schneller, oder? Ich tue schon den ganzen Tag was mit Videos machen, zum Beispiel Rendern und Hochladen und alles Mögliche. Da habe ich leider nicht noch Zeit, zwei Videos hochzuladen auf einmal oder so. Ein Video verbraucht schon meine gesamte Internetleitung und das verzögert das Video noch länger. Also die Videos brauchen manchmal 3 Stunden zum Hochladen. Da war, wo ich noch zu Hause war, war es nur 1 Stunde. Und es macht viel aus. Dreimal so lang. Und deshalb, ja, mit 6000K kommt man nicht weiter, nicht viel weiter. Aber Geduld haben, dann geht alles schnell. Also es wird alles schneller gehen. Es wird alles besser gehen und so weiter. Aber eben, bei mir müsst ihr Geduld haben. Ich bin halt noch nicht so gut der YouTuber. Und noch nicht so ein schneller YouTube Let's Player. Und ja. Also, genug erzählt. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Bye.